Das hier ist mal grob aufgeführt, was die Tierpsychologie heute eigentlich bedeuten sollte. Ich betone, sollte. Gute Tierpsychologen oder auch Hundetrainer geben eine Hilfestellung für den Hund, das muss man wirklich so sagen, ja, um zum Beispiel ein unangepasstes Verhalten, aber auch eine standardisierte Ausbildung und Erziehung einfach auch durchführen zu können und zu zeigen. Durch zum Beispiel, und das ist das Wichtige dabei, durch genaues Analysieren des Verhaltens, und da können meine Jungs jetzt aus dem Center den ganzen März ein Liedchen von singen, kann man nämlich überhaupt erstmal Rückschlüsse darauf ziehen, was das Problem überhaupt ist. Denn sehr oft ist es so, nehmen wir ein Beispiel, der Kunde kommt zu mir ins Center und sagt, der Hund zieht an der Leine, mach das mal eben weg. Dann sage ich zu ihm, das ist schön, das kann ich aber nicht, weil wir erstmal analysieren müssen, warum ist das überhaupt so? Warum zieht dieser Hund an der Leine? Hat dann meine Verhalten? Mag er das nicht? Ist es falsch konditioniert worden? Und da gibt es tausend Beispiele. Und deswegen muss man erstmal genau analysieren, wo überhaupt die Ursachen dieses Problems sind. Und erst wenn man das genau gemacht hat, dann kann man auch ein passendes und richtiges Training überhaupt auch erst aufbauen. Also ich kann immer nur davor warnen zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo in eine Einrichtung, nehme meinen Hund und dann gehe ich in irgendeine Truppe und dann lege ich lustig los, ohne dass man genau mal festgestellt hat, wie ist überhaupt die Problematik. Also ich kann, wie gesagt, auch da tausend Beispiele nennen. Ich mache seit März bei meinen Leuten im Center eine einzige Sache und das ist Körpersprache beim Hund. Und da brechen die sich die Zähne ab. Das ist wirklich so, ist nicht böse gemeint, aber da brechen die sich die Zähne dran ab. Wir haben 10 verschiedene Körperhaltungen jetzt durchgemacht. Ich könnte jetzt sagen, René, steh mal auf und zählen Sie mal alle runter. Wird da hinkriegen, aber es ist echt schwierig. Aber das ist die Basic, um überhaupt vernünftig Hunde ausbilden zu können. Denn wenn ich das nicht drauf habe und nicht sehen kann, was mein Hund da als nächstes zeigt oder gerade zeigt, brauche ich mit einem weiteren Training überhaupt gar nicht erst anfangen. Ja? Ich rede jetzt hier nicht davon, einem Hund Sitz und Platz beizuholen. Das ist total simpel. Leckerchen in der Hand, Klicker in der Hand und viel Spaß. Und nach 5 Minuten macht er Sitzen. Die Frage stellt sich für mich nur, ob der das auch noch macht, wenn ich 25 Hunde drumherum habe. Ja? Oder ob er es auch Distanz kann oder ob er es auch draußen kann und. Also der Hauptjob eines guten Hundetrainers oder auch Tierpsychologen sollte in der Regel immer das genaue Analysieren eines Hundes sein, um dann ein gezieltes Training aufbauen zu können.